Boah, ey. Ja, das ist natürlich mal ein guter Start, Alter. Einfach mal direkt von vornherein mit einem ollen Döbel als Trophy hier reinballern. Ja, geile Sache. Das war der Plan. Das war der Plan. Abgefahrener Scheiß. Und so soll das natürlich auch sein hier, denn ich suche tatsächlich gerade dicke, fette Döbel. Zack. Und zwar am liebsten natürlich als Trophy. So soll das Sinn. Und ich bin hier, ja, wie man glaube ich unschwer erkennen kann, am guten alten Windenbach, Alter. Am Windenbach. Und zwar heute hier auf Grund. Mit den feinen, kleinen, zarten Ruten mal wieder mit meinen geliebten Winkelpickern auf Grund, aber auf Döbel. 4,5 auf Maikäferlarve. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Ich war vor ein paar Tagen schon mal hier, habe das schon mal getestet. Da hatte ich, glaube ich, in einem der letzten Videos hatte ich das ja schon mal so halb erwähnt. Das war gar nicht so schlecht. Hoppa, jawoll, der nächste hier mit 1,3 Kilo. Und da war das aber noch nicht so ganz geil. Da war das noch nicht so ganz geil. Aber jetzt scheint das schon wieder ein bisschen besser zu laufen. Ja, was habe ich ausprobiert? Welche Köder verwende ich gerade, um hier auf den dicken, fetten Döbel zu gehen? Gucken wir mal eben rein ins Setup. Also, hier jetzt gerade eben die Trophy drauf gefangen. 9,8 Kilo Schnur ist natürlich verdammt groß, wenn ihr nicht so ein dickes Setup habt. Das heißt, ihr steht hier im Low-Level-Bereich. Habt euch gerade die Low-Level-Routen gegönnt. Keine Panik, auch mit 3-4 Kilo Setup kriegt man hier diese fetten Döbels natürlich raus. Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist hier unten. Dicken, fetten, wie auch in den Tutorial-Videos schon gesagt, Viererhaken groß. Die wichtigen Haken einfach kaufen. Das heißt hier ein Vierer. Und dann, da müsst ihr halt gucken, ob es das hier im Moment gerade gibt, die Maikäfer, oder ob die nicht vielleicht gerade schon wieder ausverkauft sind. Die Maikäfer holen. Wenn ihr keine Maikäfer habt, also sonst, von der restlichen Montage sollte klar sein, ne? Basismontage, da muss jetzt nicht hier diese Schnur drauf und da muss auch nicht diese Tragfähigkeit drauf. Das heißt, wenn ihr nur 3-4 Kilo Tragfähigkeit habt, ab dafür. Wenn ihr dann irgendwann könnt, Vorfach drauf, ist immer schön, Fluorocarbon-Vorfach. Ansonsten geht das auch sehr gut mit Monoschnur. Keine Braid, also keine geflochtene, das muss nicht unbedingt sein. So, zweite Möglichkeit haben wir hier. Zweite Möglichkeit ist hier. Zack, 1,4 Kilo Döbel. Der nächste über 1 Kilo. Werfen wir erstmal wieder aus, dass wir direkt den nächsten fangen können. Und dann haben wir aber auch hier direkt den nächsten Köder. Bam, den ollen Grashüpper. Grashüpfer, Viererhaken, rein ins Wasser. Gib ihm. So, das sind momentan so die beiden wichtigen Köder. Was könnte man noch nehmen? Man könnte vielleicht sowas auch nehmen wie Erbse. Weißt du was, da probieren wir mal aus hier. Ich habe hier nochmal eine Maikäfer drauf. Aber das testen wir doch einfach mal. Vielleicht ballert ja hier auch auf der ollen Erbse was rein. So, kurz hier hingeworfen. Liegen lassen. Guck mal, hier bimmelt es direkt schon wieder los. Lübt. Beim letzten Mal war die Frequenz auch, guck mal, der ist da oben sogar hochgekommen. Da war die Frequenz auch gar nicht so richtig gut. Der hat noch nicht gebissen. Ich habe noch nicht gekurbelt, nur die Rute hochgenommen, schnell wieder ablegen. Der hat noch nicht richtig gebissen. Aber hier auf der Erbse, Alter. Das ist ja geil. Direkt auf der ollen Erbse. Wann angelt man schon mit der, Be
mit der grünen Erbse. Alden. Zack. Kurzen Anschlag gesetzt, bisschen hoch die Bremse. Ha! Wissen wir ja jetzt. Auch nicht so schlecht. 400 Gramm Rotauge ist schon ganz okay. Nehmen wir gerne mit, wenn wir hier im Low-Level-Bereich unterwegs sind, am Windenbach sowieso, weil da nehmen wir eh alles mit. Aber das macht mich jetzt hier gerade ein bisschen... Was war da denn dran? Jetzt ziehe ich hier langsam mal wieder ein, der ist jetzt ganz weit weg. Ach, schon wieder? Guck mal hier, die Erbse. Mach mich mal nicht fertig. Wer angelt denn hier auf Erbse, Alter? Neuer Epic-Köder oder was? Vielleicht auch nicht. Bam, und er geht direkt wieder runter. Bam, Jawolski hier. Wieder auf Maikäfer, ne? Gucken wir mal. Schön. Na, das sind nur die ganz normalen 700 Grammer. Übrigens, die kleinen 700 Grammer oder die noch auf 400 oder so sind, da kann es schon mal passieren, dass die sich nicht so richtig melden. Ein Kilo ist, guck dir das mal an. Da hängt da ein Kilofisch dran, der bewegt sich aber gar nicht. Das heißt, hier immer mal wieder aufheben und gucken oder, wie auch schon mehrfach gesagt, reingucken und dann hier auf diesen Text achten, solange das halt hier noch flackert oder solange es diesen Bug gibt, einfach nutzen. Wenn es einen Biss gibt, dann flackert es da. Gucken wir uns gleich nochmal eben an, wenn gleich hier der nächste reinballert. Jo. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ne? Wenn jetzt hier auf der ollen Erbse nur Rotaugen gehen, ist das natürlich nicht der Burner. Ich werfe aber nochmal ein bisschen weiter raus. Die liegt jetzt hier so flach und so nah. Ich würde ja gern so ganz in der Nähe so. Ja. Schön. An dem Geäst, was hier so im Wasser liegt. Hatten wir die Position eigentlich schon? Hatten wir noch gar nicht, ne? Gucken wir mal eben hier auf der Map. Gucke mal. Hier hinten sind wir. Haben wir einen Clip? Nee, diesmal wirklich nicht. Also wirklich nicht. Also, jetzt mal. Also, zack, hier einfach durchrennen. Was ist das hier? G6 und dann gib ihm. Und dann gib ihm. Und wirklich kein Clip. Leute, denkt euch was aus. Also da zum Ast. Einfach rauswerfen. So, jetzt gucken wir nochmal eben schnell rein. Jetzt müsste es hier anfangen zu flackern. Da, bam, bam, bam. Und da ist einfach immer, das ist der hundertprozentige Indikator, dass da ein Biss dran ist. Auch wenn man sonst nichts sieht, da muss da was sein. Was haben wir hier dran? Nächstes Rotauge? Jawohl, nächstes Rotauge. Alles klar, ich ändere die Erbse und baller jetzt mal einen Maiskorn rein. Auch so auf die Entfernung. Perfekt. So. Welche Fische sind mir alle angenehm oder was wäre jetzt das Ideal? Ideal fände ich natürlich weitere Döbel. Döbel einfach sensationell. Und gerne auch noch Aaland. Aaland hatte ich jetzt immer wieder zuletzt auch oben in der Kurve gehabt. Hier oben. War auch nicht schlecht. Hier an dem Ast, an der Birke. Aber da waren ganz viele dabei, die eher ein bisschen kleiner sind. Und auch hier waren schon immer mal wieder so 1, Aalande dabei. 1,2 oder 2, bla bla bla. Also ein paar dickere Aalande. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber ich denke, wenn man hier komplett auf Maikäfer unterwegs ist. Oh, hier, da flackert es auch schon wieder. Ballert das bestimmt am heftigsten rein, ey. Nochmal ein kleiner. Hopp.
Ja, und dann hatte ich jetzt die Tage ja einmal probiert. An dem einen Tag war es tatsächlich so, da war es dann dahinter besser. Und irgendwann, also davor, und irgendwann war es dahinter besser. Vielleicht einfach auch mal hier ein bisschen testen. Hauptsache, man würde ich sagen, man landet hier vielleicht noch so in dieser Rinne. Und vielleicht ist es dann auch manchmal hier ein bisschen besser, so am Ende von der Rinne. Könnte sein, einfach mal ausprobieren. Ich meine, da muss man sich ja jetzt nicht so ganz hart drauf festlegen. Deswegen auch ganz entspannt hier mit dem Clip, der nicht vorhanden ist. Einfach mal reinhalten und reinballern. Und ob man jetzt einen Meter weiter davor ist oder dahinter oder links und rechts. Schilligol. Hauptsache, die Viecher beißen. So, irgendwo bimmelt es hier schon wieder. Gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen hier an. Und, achso, machen wir nochmal einen Blick hier in den Kescher. Das ist bisher recht eindeutig hier. Vorhin kurz getestet, dann habe ich mir gerade nochmal ein Pott Kartoffeln aufgesetzt, hier nachts um 1:30. Schon mal für morgen. Und ja, dann kam ich gerade wieder und sehe, Alter, was ist da dran? Da war direkt der olle Döbel als Trophy dran. Der war tatsächlich schon halb da hinten raus. Habe ich gedacht, shit, was ist denn ditte? Und habe erstmal schön gekurbelt die ganze Zeit. Ja, und dann rasselte natürlich direkt hier die olle Döbel-Trophy rein, Alter. Richtig gut. Ja, und im Großen und Ganzen bin ich bisher ganz zufrieden hier von der Frequenz. Wobei das hier mit dem Eulen, also, wenn wir jetzt mal hier, also mal ganz ehrlich, blöden Maiskorn. Also ganz ehrlich, man muss ja nicht jeden Mist testen. Was man aber wirklich testen kann, Regenwurm, Mistwurm und dann hier Maikäfer, wenn nicht vorhanden, Grashüpfer, Grille habe ich jetzt schon mehrfach getestet, lübt irgendwie nicht. Also gehen wir hier nochmal auf den Main. Ich glaube, das ist auch der, der immer mal wieder in den Rekorden drin ist, der Köder. Von daher gib ihm rein damit. Da ist sogar wieder was dran, ohne dass es sich gemeldet hat. Das ist halt das Schlimme. Man muss echt zwischendurch kontrollieren, ist da was dran oder nicht. Hier hat es einmal gerade ganz kurz gebimmelt. Kein Flackern zu sehen. Nichts zu merken, nichts zu spüren hier. Dieses Aufheben und R-Drücken, auch immer wichtig. Aufheben, Taste R drücken. Kommt keine Fehlermeldung, ist kein Fisch dran. Nicht kurbeln, einfach nur hochheben, R drücken, runterlassen. So, also, ich angel noch ein bisschen weiter jetzt hier. Scheint ja hier wieder loszugehen und zu bimmeln. Tatsächlich wieder auf dem Maikäfer. Zack, da geht er rein und er hat sofort wieder losgelassen. Habe ich ihn zu schnell verjagt. Hast du gut gemacht, Alter. Also, ich angel noch ein bisschen weiter und dann gucken wir da gleich mal in den Kescher rein. Petri, bis gleich. So, jetzt haben wir auch schon mächtig dunkel hier, 23 Uhr. Es waren gerade tatsächlich doch noch ein paar Bisse dran. Aber was haben wir denn jetzt? Halten wir doch noch mal eben fest. Im Großen und Ganzen ist es ein mittelprächtiger Spot von der Frequenz her. Von der Kohle her schauen wir doch mal eben rein. Gucken wir mal eben natürlich als erstes hier kurz ins Café. Ja, da haben wir, glaube ich, gerade nichts abzugeben. Also schauen wir mal einfach hier in den ollen Fischmarkt. Was hat gerade eben noch mal kurz gebissen? Einen Rapfen und ein kleiner Döbel ging gerade noch mal rein. Und wenn wir hier in Gänze schauen, haben wir jetzt hier ja, 95 Silber. 95 Silber, den ersten nehmen wir vielleicht mal raus. Und man hätte auch schon viel eher gehen können. Dann nehmen wir die auch noch mal raus. Sind wir bei 86 Silber. Und wenn wir die Trophy auch noch rausnehmen, haben wir immerhin in einer halben Stunde knapp 30 Silber. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja. Trophy ballert natürlich gut rein. Das ist natürlich krass. Und wenn wir jetzt einfach alles mit reinnehmen, 95 Silber, kann sich das sehen lassen. Daumen da lassen.
YouTube-Kanal abonnieren. Petri.